Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might and Magic 2. So, ich war mit unseren Helden nochmal in Middlegate, genau, zurück. Hab unseren Paladin Multicanus nochmal wiederbeleben lassen. Er könnte noch ein bisschen riechen. Da sehen wir jetzt mal drüber hinweg. So, ansonsten habe ich in... wie ist die Sandstadt noch da? Diese zweite Stadt. Ja, ich muss die Städtenamen noch lernen. Habe ich gelbe Tickets gekauft und bin mit den gelben Tickets dann in die Arena von Middlegate. Das lief zuerst ganz gut, aber jetzt aktuell sind so ein paar Mücken das Problem. Klingt peinlich, ist aber so. So, und wir waren... shoppen, denn für die gelben Tickets, wenn man da im Middlegate kämpft, bekommt man 2000 Gold und im Einkauf kostet ein Ticket 50 Gold, also jede Menge Gewinn. Und das Geld haben wir nochmal in ganz tolle Ausrüstung investiert. Wir haben jetzt teilweise, glaube ich, alle sogar zumindest die Brustrüstung plus 4. Waffen sind auch größtenteils auf plus 4 geupdatet worden. Nur bei Vas und Bart habe ich das noch nicht gemacht, weil ja, Geld ist auch nicht unendlich vorhanden. Und ich habe mir hier nochmal die Türen angesehen. Ja, wenn man das so nacheinander liest, macht es irgendwie schon Sinn. Und zwar heißt das dann, Achtung, die Zeitfalle als die Welt wird enden im Jahre 1000. Ja, deutet auch wieder auf Zeitreisen hin. Und wir schauen uns jetzt mal noch in dem Schloss weiter um. So, die ersten beiden Türen scheinen wohl beide nur auf Gänge außen rum zu führen. Also gehen wir jetzt einfach mal in die nächste Tür rein und schauen da nach dem rechten... Hi, Katze. Ja, die Insektenplagen, das sind genau die, die uns aktuell in der Arena nicht vorbeilassen wollen. Wir versuchen mal, ob wir flüchten können. Sehr schön, Spiel sagt ja. Wir sagen Danke, Spiel. Wenn wir dann nochmal eine Tür weitergehen. Gehen wir mal in die Tür Zeit. Treppe nach unten? Nein, mit Sicherheit nicht. Gibt es hier sonst noch was? Ja, da sieht man auch, dass dieser schöne Gang außen rum geht. So, ein paar Skelette. Die kann was töten. Wahnsinnige irre Zwerge könnten wir schaffen. Wir versuchen es mal. Wir brauchen ja irgendwo auch Erfahrungspunkte. Oh, die Gegner dürfen anfangen, aber dann bin ich dran. So, ich gehe nicht auf die Skelette, sondern auf den Wahnsinnigen, den ich hoffentlich direkt umlege, weil die Skelette macht hoffentlich was. Genau, ich habe einen Wahnsinnigen gewone-hittet. Sehr schön. Ah, die Gegner sind wieder dran. So, Phileas, du musst jetzt noch eine Runde tapfer sein, denn was muss jetzt erstmal Untote abwenden, zaubern und uns die Skelette vom Hals schaffen. Eine heiße Hexe haben wir da. Trotzdem bitte ruhig bleiben, Jungs. So, du schießt mal bitte auf den Wahnsinnigen. Den schafft er fast. Robert, dann beende du das Leben vom Wahnsinnigen. Sehr schön. Bart, du zauberst wie immer Unsichtbarkeit. Und dann... geht Multicanus, ja, geht auf die Hexe. Ich gehe dann auch auf die Hexe, dann ist die Hexe tot. Huiuiui, leicht begleitete Damen ohne Ende. So, was du zauberst bitte Wunden heilen auf Phili... Nicht auf dich selbst, Kacke. Phileas muss noch eine Weile tapfer sein. Ich habe mich verklickt, Entschuldigung. So, aber zauber du mal einen Energiepfeil auf so einen Zwerg. 14 Punkte, das kann man so hinnehmen. So, aber diesmal bitte nicht vergessen, den guten Phileas zu heilen. Das hat er sich jetzt mal verdient. So, was? Konzentration. Du machst Wunden heilen. Nicht auf dich selbst, sondern auf Phileas. Sehr schön. So, und dann können wir hoffentlich so einfach weiter drücken und die Zwerge... Ja, nur noch ein Zwerg. Sehr schön. Wir denken ans Suchen. So, gibt es da eine Falle, Robert?
So, 4 Edelsteine und ein kleines Schild plus 1. Hm, brauchen wir eher nicht, aber kann man dann zu Gold machen. Ah, sehr schön. So, Leben schauen. Phelias bitte noch heilen. Was macht Zaubern, Wunden heilen auf Phelias? So, dann sind wir wieder ready to go und schauen mal weiter. Oh, wollte gerade sagen, ist das so ein Endlosgang? Nein, ist nicht. Aber im nächsten Gang geht's wohl irgendwie in den Raum rein. So, wir gehen nicht die Treppe hinab. Dann gehen wir mal in den nächsten Gang rein. Nicht in die Fallentür, sondern die andere. So, schauen wir mal. Lord Peabody. Schön, dich suchen wir nämlich. Lord Peabody braucht Hilfe. Wollt ihr eure Dienste anbieten? Ja. Bitte bringt mir meinen jungen Sherman zurück. Kannst du uns auch sagen, wo dein junger Sherman ist? Moment mal, wir hatten doch in Koraks Höhle. Hatten wir doch, Moment. Ah nee, das waren Gefangene. Oder... Ja gut, da hätten wir im Ambushtal, wissen wir, dass dort Gefangene sind aus Koraks Höhle. So. Im Handbuch steht... wir sollen uns mit Lord Peabody gut stellen. Das haben wir vor und wir sollen jetzt den Sherman retten. Das schreibe ich mal auf. So, habe ich notiert, aber mehr sagst du uns nicht. Bringt mir Sherman. Ja, ja, das ist schön. Gibt es hier sonst noch irgendwelche Informationen? Um den Rückweg? Was? Um den Rückweg zu nehmen, müsst ihr Lord Peabody fragen. Welchen Rückweg? Lord? Bringt mir Sherman. Ja. Ah. Ja gut, wenn man annimmt, dass wir hier Zeitreisen machen, könnte es sein, dass wir dann mit Lord Peabody nochmal in unsere eigene Zeit zurückkommen. Aber nur eine reine Vermutung. So, aber wo ist Sherman? Gute Frage, nächste Frage. Okay, dann gehen wir einfach mal in die nächste Tür rein, die zwar Falle heißt, aber ich hoffe, dass es keine Falle ist. Weil ich weiß jetzt nicht... Oh, Kavalier mit 70 Leben. Flucht. Hat sogar funktioniert. Macht das jetzt Sinn, hier noch weiter zu schauen? Weil ich glaube, wir werden immer irgendwo Dresche beziehen. Aber was können wir alternativ machen? Ich hau noch mal kurz über unsere Notizen drüber. Wie gesagt, also zu Lord Hart, für den wir das gute Verhältnis zu Lord Peabody brauchen, der sucht halt Relikte seiner Familie. Und die sollen halt... Nee, die sind wahrscheinlich irgendwo in der Zeit verschollen. Das mit der Mine war Lord Hordle. Ich weiß halt nicht, wo die anderen Lords jetzt sitzen. Vielleicht gehen wir einfach nochmal raus und schauen mal noch nach dem anderen Schloss. Da müsste nämlich geradeaus, müsste noch Schloss Wood irgendwas sein. Oder wir folgen den Wagenspuren. Ja gut, wir folgen mal den Wagenspuren und schauen mal. Durch die Berge können wir, wie gesagt, noch nicht. Oh, da ist eine Höhle. Zwischen den Zähnen eines Steinschädels liegt der Eingang zu Sarakins Mine. Ah, das ist dann die Mine, die gehört halt zu Lord Hordle. Und zwar soll dort wohl das Sword of Weller zu finden sein.
Na, wir schauen mal kurz rein, wieso die Gegner da drin so sind. So. Dann schauen wir mal. Das Schild besagt, Vorsicht vor Höhlen. Might Magic 3. Löcher im Boden. Das könnte das eventuell heißen. Wir machen einfach mal mit Bud. Der müsste schweben können. Das habe ich, glaube ich, schon bei ihm gesehen. Schlaf, schweben, genau. Das machen wir mal, weil ich glaube, das ist einfach eine bescheidene Übersetzung, dass nicht Höhlen gemeint ist, sondern Löcher. Also Holes können es im Englischen gewesen sein. Aber wir schauen mal, dass wir uns nicht das Genick brechen. Und ansonsten schauen wir mal, was es hier so gibt. Die Tür lassen wir mal noch kurz zu. Und schauen mal einfach so, was hier so los ist. Denn Türen öffnen war ja oft schon tödlich. So, da haben wir noch eine Tür. Höhle! Höhle? Hä? Höhle? Ausrufezeichen? Sensen, Männer kommen. Okay, es sind, denke ich mal, Untote. Wir versuchen mal unser Glück mit was? Oh, wenn wir die erste Runde überleben. Ich hatte schon bessere Ideen. Hust. Okay, fliehen. 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 Ich glaube, das wird ein, ja, das wird ein Game Over. Okay. Gedankennotiz an mich. Da gehen wir nicht rein. Auch wenn wir das, glaube ich, mit den Höhlen ganz gut verstanden hatten. Okay. Dann kümmere ich mich in der nächsten Pause nochmal darum, dass ich bei Lord Peabody vorbeischaue. Jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen. Dann schauen wir uns jetzt zuerst mal noch nach anderen Schlössern um. Und dann mache ich das in Schloss Pinehurst nochmal so, wie wir das hatten in der Pause. So, also die Mine ist dann auch zuerst mal tabu. Dann, genau, Vulkanier war ja eine der Städte, in der wir waren. Und hier müsste, glaube ich, dann zu, genau, Schloss Woodhaven gehen. Tundara ist auch eine der Städte, in der wir schon waren. Dann gehen wir zuerst mal Richtung Schloss. Schauen mal, wie wir da klarkommen. So, die Zugbrücke von Schloss Woodhaven ist oben. Wachen ansprechen. Ja. Okay, wir sind drin. Alles klar. So, Hordals Palast. Wir sind jetzt bei König Hordal und kein Eingang. So, Lord Hordal ist der mit den Schwertern. Na gut, wir können aber trotzdem mal bei ihm uns umsehen. Also kein Eingang. Schlösser kann man relativ schnell irgendwelche Wachen am Hintern haben. Also gehen wir mal zum offiziellen Eingang rein. Keine Beschriftung. Große Halle. Das klingt nach Thronsaal. Hallo, wohnt hier jemand? Hallo, wir sind's. Die ist wirklich groß. Trödel liegt auf dem Boden. Zugreifen. Ja, wenn es ja nur Trödel ist, machen wir das mal. Hä? Trödel liegt am Boden, ja. Trödel liegt am Boden, ja. Ja. Wie auch immer, ja. Ja. Ach so, muss man da vielleicht suchen? Das
könnte natürlich sein, suchen. Nichts ist hier. Nee, dann nicht. Dann weiß ich es nicht. Ich habe auf jeden Fall ja. Ich habe ja gesagt. Und zwar 100 Mal. Ja. Ja, Spiel, du machst... Wie, Rucks... haben wir jetzt wirklich was eingesammelt? Spiel, das könntest du uns vielleicht auch mal sagen. Wir haben Puppen? Stöcke? Puppen und Stöcke. Ja, und noch gelbe Tickets. Die werden wir vielleicht auch noch irgendwann los. Aber warum? Nein. Inventar. Nein, Spiel, gehen wir nicht auf den Senk. Nein, Spiel, gehen wir nicht auf den Zeiger. Aber wo ist hier jemand? Also zum Beispiel. Nein. Der Herr des. Nein, Spiel. Nein. Einfach nein. Nein. Spiel, du gehst mir auf den Zeiger. War. Kriegen wir jetzt irgendwo in den Hintern getreten, weil wir Dinge mitgenommen haben? Bitte nicht. Nein, Spiel. Immer noch nein. Spiel. Du bist anstrengend. Okay, hier will man uns irgendwie mit Loot zuknallen. Aber ich habe noch nicht verstanden, was... Nein, Spiel. Nein. Immer noch nein. Nein. Ich so ein kleines Kind. Darf ich? Nein. Darf ich? Nein. So, gibt's hier noch irgendwie eine Tür mit Beschriftung? Zumindest liegt hier kein Zeugs mehr. Warum kochen Orks kein Wasser? Sie kennen das Rezept nicht. Okay. Das ist wahrscheinlich der Hofnarr. Das gab's in Teil 3, glaube ich, bei jedem König. Und die Sprüche, ja, Thronsaal, waren eher weniger lustig. Hi. In der Kammer stapeln sich ungewöhnliche Dinge. Lord Hadel bittet euch um einen Gefallen. Wollt ihr noch mehr für ihn sammeln? Ja, okay, wir wissen ja vom Handbuch, dass er solche Schwerter sucht. Wir sagen mal ja. Auf welcher Stufe wollt ihr dem Lord helfen? Pagenaufgaben, Junker, Ritter, Baronaufgaben. Oh, ich glaube, wir sollten mal mit Page anfangen. Die Aufgabe, die ich euch ausgesucht habe, ist die Suche nach dem kleinen Messer. Kleines Messer? Habe ich das nicht schon mal bei einem Händler gesehen? Ich schreibe mal auf, wir müssen ein kleines Messer zu Lord... Wer war das nochmal? Hordel bringen. Okay. Klingt nicht so schwierig. Beim Handbuch sind ja die großen Schwerter da genannt. Vielleicht ist das dann die Baronaufgabe oder sowas. Scheint ein ziemlicher Messi zu sein, der Gute. Schlosswache, 70 Lebenspunkte. Wir sind dann mal kurz weg. Na gut, ich glaube, wir haben eine Aufgabe. Wir verlassen mal das Schloss. Es ist schon deprimierend, dass wir momentan überall Dreche beziehen und ich nicht so richtig weiß, wo ich mit euch hingehen soll. Aber okay. Ich meine mal, bei unserem Haus- und Hofschmied mal ein kleines Messer gesehen zu haben. Ich kann mich aber auch irren. So, Sweet Home. Geradeaus durch und dann ist hier der Schmied. Hast du zufälligerweise ein kleines Messer? Nein, hat er nicht. Auch nicht bei dem restlichen Zeugs. Oder ist dieses kleine Messer dann wirklich was Besonderes? Ich weiß es nicht. Na gut, dann... Was machen wir dann? Langsam gehen mir die Ideen aus. Hm.
Wobei in der Arena beziehen wir momentan echt nur Dreche. Wir können mal noch in die magische Höhle reinschauen. Dafür tun wir vorher mal kurz das Menü betrachten. Weil neben dem Eingang gab es auch diese magische Höhle. Da waren wir noch nie drin. Da so, hier so, da hoch. Und da so, hier so. Und dann da raus. So, und dann war doch hier irgendwo die magische Höhle. Oder auch Gegner. Okay. Aber die schaffen wir, hoffe ich zumindest. Die Gegner dürfen anfangen. Dann kloppe ich bitte mal auf dem Waldläufer rum. Fast tot. Was? Du zauberst bitte zuerst mal Untote abwenden. Und damit haben wir ein paar Poltergeister weniger. Sehr schön. Phileas, du bringst bitte den Waldläufer zu Ende. Wenn du triffst. Hubert, Waldläufer, auch daneben. Bart, du zauberst wie immer Unsichtbarkeit. Oh. Robert. Wer macht denn hier so viel Schaden? Okay. Alles wird irgendwann gut. Was? Mach mal Wunden heilen auf mich. Spruch versagt, sehr schön. Bart. Du bist ein guter Junge und du machst mal bitte einen elektrischen Pfeil auf den Waldläufer. Ich weiß nicht, was hier so viel Schaden gemacht hat. So, was? Nee, die Gegner sind dran. Last girl standing. So langsam zählt das ein bisschen am Ego. Wieso versagt dein Spruch was? Wieso? Oh. Okay. Okay. Ja. Dann gehen wir einfach nochmal raus, meiden dieses Feld. Wenn ich noch weiß, welches es war. Ich glaube, wir waren zwei nach vorne gegangen. Eigentlich suche ich ja diese magische Höhle. Da waren wir schon 100-mal dran vorbeigelaufen. Das Spiel hat uns 100-mal gefragt und ich hatte 100-mal Nein gesagt. Das war, glaube ich, hier irgendwo rein. Vielleicht, dass es im Gebüsch eher stärkere Gegner gibt als jetzt auf der grünen Wiese. Und das war aber irgendwo hier, meine ich. Genau, die magische Monstergrube. Schlimmer als es aktuell ist, kann es nicht werden. Rein da. Okay. Ja, das können wir eventuell schaffen. Wenn die Gegner zuerst dran sind, egal. So, ich schlag mal bitte. Ja, fangen wir oben an. So, Riesenkäfer haben wir weniger. Warst du zauberst bitte Erscheinung? Ah, wir haben doch Untote dabei. Dann machen wir das in der nächsten Runde. Ah, wir haben auch ziemlich viel verfehlt. Okay, dann haust du bitte auf der Riesenechse rum. Robert bitte auch. Dann ist die Riesenechse tot. Bart, du machst bitte Unsichtbarkeit. Okay. Spiel, ich verstehe. Also ich bin so ein bisschen ratlos. Ich würde mal gern wissen, wer hier den Megaschaden macht. Ja gut, dann schauen wir einfach mal, wie weit wir kommen. Aber mein Leben geht auch zu Ende. Ja. Ich bin jetzt echt deprimiert.
Also bisher kamen wir in Schloss Pinehurst eigentlich noch am besten klar, aber das... Oder was wir halt machen können, wäre, dass wir unter Middlegate waren wir noch nicht wirklich fertig. Ich vermute, dass wir dort noch die ein oder andere Information abgreifen können, denn dort haben wir schon ein paar Texte an den Wänden entdeckt. Und dass wir dort dann eventuell vielleicht auch erfahren, wo Sherman ist. Und damit dann wissen, wo wir tendenziell überleben können. Also ich mache Schloss Pinehurst nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Drückt mir bitte die Daumen.